Tanzmäuschen. Wir starten heute mit ein bisschen Armarbeit und nehmt die Gymnastik bitte von den vorherigen Filmen. Dann können wir uns jetzt komplett konzentrieren, weil liegt also einiges an. So, ich fange mal an mit den verschiedenen Schlangenarmen und dann auch mit ein paar Handtechniken. Leg mal hier ein bisschen mit Musik los. Macht mehr Spaß. Okay, also wir fangen an mit den persischen Schlangenarmen. Achtet hierbei darauf, dass ihr nicht die Hände hier oben nehmt, sondern immer aus der Fließbewegung, das heißt Ellbogen nach außen, Ellbogen nach oben, Handgelenke nach oben und leicht wieder senken. Schultern sind locker, Brustkorb ist oben. Halt hier bitte nicht zusammen, dann wird es schwer, weil das soll eure Rückenmuskulatur tragen. So, jetzt geht es los. Und zwar arbeitet ihr ausschließlich mit den Schultern und lasst die Arme an Ort und Stelle. Wenn es wirklich weich aussehen soll, dann lasst ihr es hier auslaufen. Und zwar Schultern, Ellbogen, Hand. Schultern, Ellbogen, Hand. Schultern, Ellbogen. Schlangenarme.